Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Amazonen-Guide schauen wir uns die Neuauflage eines richtigen Oldschool-Builds an, der zudem spottbillig ist. Das Besondere hier, weil wir durch das neue Runenwort Hetze mit Temposchub und Fanatismus-Aura arbeiten werden, können wir mit einem geringen Aufwand jede Waffe auf Maximalgeschwindigkeit spielen, selbst Armbrüste. Natürlich gibt es wieder ausführliche Tabellen mit allen relevanten Breakpoints. Man beachte, dass die maximale Geschwindigkeit mit Armbrüsten bei 11 Frames liegt, während man mit Bögen auf bis zu 7 Frames pro Angriff kommt. Legen wir los. Bei den Statuspunkten brauchen wir genügend Stärke für die Ausrüstung, der Rest wird auf Geschick und Vitalität aufgeteilt. Wir werden als Fernkämpfer bei diesem Bild maximale Resistenzen und auch viel reduzierten Schaden haben. Meines Erachtens nach reichen bei risikoarmer Spielweise 1200 bis 1300 Lebenspunkte völlig aus. Wer mag, kann auf Kosten des Schadens auch etwas mehr in Vita geben. Bei den Bogenfertigkeiten maximieren wir die komplette mittlere Reihe. Magiepfeil ist gegen Körperschaden immune Monster und allgemein eine gute Backup-Attacke, weil sie ab einem gewissen Level weder Mana noch Geschosse verbraucht. Mehrfachschuss ist unsere Hauptattacke für die breite Masse, Lenkpfeile sind dagegen eher für einzelne starke Gegner. Und Streuen ist auch eine sehr mächtige Attacke, besonders wenn die Monster sehr zerstreut stehen. Den Frostpfeil ganz unten links können wir wegen dem CC-Effekt mit einem Punkt freischalten. Die übrigen Punkte werden in den Passivfertigkeiten verteilt, hier lohnt es sich auf jeden Fall die Ausweichskills freizuschalten. Und kritischer Schlag ist auch sehr nützlich, weil es die Chance auf doppelten Schaden erhöht. Durchbohren werden wir nicht brauchen, weil unsere Waffe bereits 100% gewährt. Wer alternative Waffen spielt, sollte auch hier Punkte reinpacken. Insgesamt sieht der Skilltree so aus. Nun zu den Breakpoints. Zauberrate interessiert uns hier nicht, bei der Treffererholung ist es schön, wenn man auf 32% kommt, es ist aber auch kein Drama, wenn nicht. Wichtig sind jedoch die IAS Breakpoints und da wir wahlweise mit Level 1 Temposchub oder Level 1 Fanatismus Aura oder auch beides zusammenspielen können, habe ich für alle Waffen die entsprechenden Breakpoints ergänzt. Einfaches Beispiel, die Burisa, welche ich in diesem Setup zeige, ist die langsamste Armbrust, sie braucht regulär 215% IAS für maximale Geschwindigkeit. Mit Level 1 Temposchub brauchen wir nur 105%, mit Level 1 Fanatismus 133% und mit beidem zusammen nur lächerliche 65%. Die sind auf der Burisa selbst schon drauf. Damit kommen wir auch zu den Items. Ich habe die Burisa hier mit einer Omen gesockelt. Ein Juwel mit erhöhtem Schaden tut es anfangs aber auch. Idealerweise hat die Burisa auch einen hohen ED-Roll, der variiert von 150 bis 200%. Schön ist auch, dass sie 100% durchbohrende Angriffe hat. Wie erwähnt, braucht man also den Passivskill nicht. Im Wechselslot trage ich einen Hetzebogen, so kann ich zwischendurch ein paar Schüsse abfeuern, um Temposchub auszulösen. Solange man noch keine Burisa hat, kann man den Bogen übrigens auch als Hauptwaffe spielen, das funktioniert für den Anfang auch ganz okay. Natürlich könnte man auch alle möglichen anderen Bögen spielen, von Lysanders Flanke über Windforce bis zu verschiedenen Runenworten. Hier kann ich im günstigen Bereich Harmonie und Leidenschaft oder eventuell Stille empfehlen. Im High-End-Bereich ist Nebel eine erfrischende Alternative zu Glaube. Die Runenworte können natürlich je nach Geschmack in die verschiedensten Rohlinge gebaut werden. Dank den IAS-Tabellen findet ihr auch immer schnell die passenden Breakpoints. Das Runenwort Hetze trage ich auch in der Rüstung. Ein absoluter Klassiker wäre natürlich Schaftstopper. Sobald es das Budget hergibt, ist Forti natürlich top. Ebenso Oldschool ist Vampirblick, bis zu 20% reduzierter Schaden und Dual Leech. Weitere nützliche Alternativen: Bollwerk gibt reduzierten Schaden und Leben absaugen, Felsstopper bringt Resistenzen, Treffererholung und reduzierten Schaden, Talrashas Maske gibt Dual Leech Resistenzen, Leben und Mana und Riesenschädel ist praktisch mit seinen zwei Sockeln und Wegstoßung. Bei den Amuletten gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, Sarazenenchance ist super, um was für seine Widerstände zu tun. Noch besser wäre ein Metallgitter, das gibt auch noch einen Angriffswertbonus. Katzenauge ist top wegen Angriffs- und Laufgeschwindigkeit. Und Atmaskarabeus ist schön, wenn man auf dem Amu weder IAS noch Resis so wirklich braucht, denn der Fluch vergrößert den Damage-Output. Die Amazone spielt auf jeden Fall einen Rabenfrost, um nicht einzufrieren, und dazu irgendwas mit Resistenzen. Ich habe hier einen Random Ring aus dem Glücksspiel. Sobald man hat, kann ein Dual Leecher manchmal sehr nützlich sein, zum Beispiel wenn man ohne Vampirblick spielt.
Der Gurt ist eine Ohrenkette, am besten eine mit 15% reduzierter Schaden. Wenn man nicht mit Burisa spielt, kann alternativ ein Klingenschweif praktisch sein. In dem Fall kann man durch Bohren bis auf 67% hochpushen, um zusammen mit dem Gurt auch 100% zu erreichen. Das ist bei Skill Level 9 der Fall. Nosferatus kann helfen, wenn ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit fehlt, und das Tod- und Teufelset ist anfangs eine Alternative, um nicht einzufrieren, solange man noch keinen Rabenfrost hat. Außerdem bekommt man zusammen mit den Handschuhen auch 30% IAS und etwas Resistenzen. Ansonsten sind die Schülerhandschuhe super, 20 IAS, 50 Feuerresis und extra Schaden für Dämonen. Lavastoß haben ähnliche Qualitäten, mit Verzaubern bekommt man etwas mehr Feuerschaden und einen kleinen Angriffswertbonus. Wer hat, kann natürlich auch Handschuhe mit Skills und IAS nutzen. Gute Schuhe sind am Anfang Natalias wegen den Resistenzen und 40% Laufgeschwindigkeit. Später sind Kriegsreisender prima. Im Inventar können wir Zauber mit Resistenzen gebrauchen und natürlich welche mit Schaden und Angriffswert. Ohne zusätzliches Leben sind die auch nicht allzu teuer. Sobald es geht, sollte man sich natürlich auch Torch und Annie zulegen. Eine schlechtere Amma-Torch und einen niedrigen Annie bekommt man in heutigen Zeiten ja auch schon fast geschenkt. Natürlich nicht direkt zum Ladderstart, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Zum Ladderstart funktioniert der Bild notfalls auch ohne. Außerdem spielen wir hier einen Akt 5 Söldner, der trägt Schaftstopper, Heilung oder Bollwerk und die Waffen Hetze und Gesetzbringer. Später kann man letztere auch durch Pest ersetzen. Mein Standardbild hat folgende Eckdaten: 500 bis 2400 Schaden Mehrfachschuss und etwa 900 bis 4200 Schaden mit Streuen oder Lenkpfeil. Dabei alle Resistenzen auf 75%, 35% reduzierter Schaden, 16-8 Dual Leech und genügend IAS, um auch auf maximaler Geschwindigkeit zu bleiben, wenn Temposchub ausläuft oder der Söldner mit Fana Aura stirbt. Nur wenn beides gleichzeitig passiert, habe ich also ein langsameres Schusstempo. Hier ein Setup, das auch ohne Temposchub und Fana maximale Geschwindigkeit erreicht, satte 220% IAS. Die Burisa muss dafür mit einer Shael gesockelt werden oder mit einem IAS ED-Juwel. 215% IAS würden ja schon ausreichen.
Wie man sieht, funktioniert der Build ganz solide, für Solo-Farmer eine bequeme und günstige Lösung. Bei mehreren Spielern wird es allerdings schnell zäh und selbst mit High-End-Ausrüstung lohnt es sich nicht wirklich höher als Players 4 zu farmen. Dafür ist diese Bogen-Amazone einfach nicht der richtige Char. Damit sind wir am Ende des Guides. Zum Abschluss seht ihr noch die Einkaufsliste für meine günstige Standardvariante. Ich verabschiede mich damit, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Kommt schon. Folgt mir.